Einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute ging es weiter auf dem schönen Sardinien, hauptsächlich entlang der Küste, immer nach Süden. Und ja, wieder auch heute eine recht kurze Etappe, nur so gute 40 Kilometer ungefähr. Einmal bin ich, musste ich so ein bisschen ins Landesinnere fahren. Und da kam ich dann auf einmal in so ein ehemaliges Waldbrandgebiet, wo so die ganzen Bäume und Pflanzen noch alles ja, verkohlt und schwarz war. Und ja, das war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bedrückendes, beklemmendes Gefühl. Das hatte ich schon mal in Portugal auch gesehen. Und ich finde, das hat so ein bisschen was von wie so Endzeitstimmung irgendwie. Aber ansonsten, wie gesagt, war es wirklich auch heute wieder eine sehr, sehr schöne Etappe und es macht ja einfach wahnsinnig viel Spaß, hier auf Sardinien zu radeln. Bin dann heute auf einem Campingplatz angekommen, ein ganz verlassener oder ganz einsamer Campingplatz. Zwar direkt am Meer und so unter so einem, an so einem Pinienwald, aber so der nächste Ort ist erst ungefähr 6 Kilometer. Und auch sonst drumherum eigentlich nichts Großartiges oder eigentlich nichts. aber wirklich eigentlich sehr, sehr schön. Und da bin ich eben am Nachmittag angekommen, bin dann noch ein bisschen zum Meer gegangen und ja, habe mir einfach einen entspannten restlichen Tag gemacht. Ja, was ich sonst hier auf Sardinien jetzt gemerkt habe, ist einmal, es ist gerade so genau das Richtige für mich und auch für die Reise, was ich gerade brauche. Weil es war jetzt schon so die letzten Wochen und Monate in Spanien und Portugal, war ja wirklich viel los, also viel Party, viel Action, ganz viele Leute immer und ja, auch zwar eine sehr, sehr schöne Zeit, aber auch immer mal wieder ja auch anstrengend irgendwie. Und jetzt hier auf Sardinien ist es ja einfach viel ruhiger, weil das jetzt nicht so der Hotspot für junge Leute ist und so. Und zum ja, Großparty machen und so, sondern ja eher so für Familien und sowas. Und aber das ist jetzt eben so genau das Richtige gerade, was glaube ich auch brauche, so ein bisschen mal eine ruhigere Phase. Und es tut auch sehr gut, mal ein bisschen zur Abwechslung. ja, und die andere Sache, was ich hier gemerkt habe, ist, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt oder. Also es war ja mal so kurz vor Valencia, hatte ich ja so brutale Unmotivation und Unlust zu radeln, sodass ich ja dann auch die letzten Kilometer dann mit dem Zug zurückgelegt habe bis nach Valencia. Und jetzt glaube ich, heute ist mir auch klar geworden, was ein großes Problem da war und was, wie ich vielleicht hätte auch wieder neue Motivation finden können. Nämlich, es war ja damals so, dass ich dann jede Nacht immer wild gezeltet habe. Und das ist einfach, wenn man das mehrere Nächte hintereinander macht, das zehrt an einem. Also einmal, weil man halt einfach per se schon mal viel, viel länger fährt, weil immer kurz bevor es dunkel wird. Dann halt einfach auch immer die Suche nach einem einigermaßen passenden Platz. Und ja, dann auch sonst ist immer mal, es kann auch mal unheimlich werden. Wenn es dann stockdunkel ist, dann will man eigentlich lieber ins Zelt gehen und nicht mehr draußen sein. Und ja, ansonsten halt auch, wenn man ja so nur so für sich alleine ist, mitten irgendwo in der Natur und keinen um sich herum hat, ja, das zehrt einfach und ist einfach auch anstrengend. Und jetzt hier in Sardinien mache ich jetzt seit 3 Tagen mehr oder weniger das Gleiche, nur der Unterschied ist halt einfach, ich bin immer auf dem Campingplatz. Und auch wenn ich jetzt nicht direkt mit Leuten jetzt tief in Kontakt komme, man hat trotzdem das Gefühl, man ist so ein bisschen unter Leuten und man ist nicht so völlig abseits der Zivilisation. Und man hat auch eine Dusche und so, also so ein bisschen so diese kleinen Standards, die tun einfach dann schon gut. Und ja, eben dieses Wildzelten kann schön sein für 1 oder 2 Nächte, aber dann will man eigentlich auch wieder mal ein bisschen, ja, so ein bisschen einen kleinen Luxus oder halt so eben zumindest ein bisschen unter Leute und Gesellschaft kommen. Und ja, ich glaube, wenn ich das damals schon gewusst hätte oder wenn ich das damals schon erkannt hätte, dann hätte ich vielleicht auch gar nicht den Zug nehmen müssen. Sondern dann wäre ich einfach auf den Campingplatz oder in ein Hotel oder so gegangen. Aber naja, sei es drum.
ist ja auf jeden Fall trotzdem jetzt gut, dass ich das jetzt erkannt habe und dann weiß ich das für die Zukunft. Heißt, wenn mal wieder irgendwo eine längere Strecke auf mich wartet, dann nicht jede Nacht wild zelten, sondern auch mal irgendwie auf den Campingplatz oder Hotel gehen. Genau, das wollte ich nur mal sagen, auch nochmal für mich, dass ich das erkannt habe. Und ja, genau, morgen geht es dann weiter. Am Dienstag geht ja eben meine Fähre dann nach Sizilien und morgen schaue ich mal, wo es mich da hin verschlägt. Bis morgen, ciao.